Sie ist sanft wie ein Engel, bis sie kriegt, was sie will. Am Rande der Nacht ist für mich die Zeit zwischen der Dunkelheit und dem Tag, kurz bevor die Dämmerung anbricht. Und diese Art Zwischenwelt hat eine ganz besondere Stimmung. Die wollte ich gerne einfangen. Als ein sehr persönliches Album. Es geht um Liebe, natürlich. Sehnsucht, Sinnlichkeit, Lust, Verlust. Es geht um die Leichtigkeit des Seins. Ich stelle Fragen. Ich erzähle von einem Date mit einem Makrobioten. Und so vieles mehr. Ich habe sehr viele Sachen ausprobiert, unterschiedliche Musikstile, habe in London und New York Schauspiel und Musical Theater studiert, mein Theaterdebüt im Londoner West End gehabt und bin wegen meiner Liebe zu Edith Piaf und dem französischen Chanson nach Paris gegangen, habe dort gelebt, um dieses Bohemien-Lebensgefühl einzuatmen. Kerzenschein. Ich bin auch Schauspielerin und spiele zurzeit hier in Berlin am Renaissance-Theater. Und nach der Vorstellung schäle ich mich aus der Rolle heraus und komme erstmal wieder ganz bei mir selbst an. Dann gehe ich oft spazieren durch das nächtliche Berlin und werde inspiriert, werde kreativ und fange an zu schreiben über Dinge, die mich beschäftigen, die ich persönlich erlebt habe oder selbst beobachten konnte. Mit Rolf Kühn habe ich dieses Album zusammen geschrieben und produziert. In den Hansa-Studios in Berlin haben wir aufgenommen zusammen und die Arbeit war toll, ganz fantastisch. Rolf ist ein wahrer Gentleman und eine echte Legende. Wenn er Klarinette spielt, geht nochmal eine ganz andere Welt auf. Alles fein. Rolf und ich haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise zusammengearbeitet. Ich gab ihm meine Texte, er hat sie vertont. Teilweise saßen wir zusammen am Klavier und haben einfach improvisiert oder gejammt und daraus ist was entstanden. Lecker zum Beispiel habe ich ihm auf den Anrufbeantworter gesungen, mitten in der Nacht. Und am nächsten Tag kam er mit einem großen Big Band Arrangement an und so ist dieser Song entstanden. Du bist so lecker und du tust mir so gut. Durch diese ganzen Texte, Geschichten und Melodien, die schwirren schon eine ganze Zeit in meinem Kopf rum. Es ist kein Album, was auf die Schnelle entstanden ist. Es ist ein langjähriger Prozess und jetzt gibt es davon ein Dokument. Und darüber bin ich sehr glücklich. So lecker. So, 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 so. Du bist so, oh la la. Du bist so.